Ich habe mich immer gefragt, was sich hinter diesem Namen und diesem Cover verbirgt. Das kann ja schließlich alles sein. Ein Profikiller, der sich als Clown verkleidet hat? Eine Zirkus-Minispielsammlung oder vielleicht sogar ein Horrorspiel? Oder was ganz anderes? Höchste Zeit, mal reinzuschauen. Was taugt Mr. Doe für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Ocean entwickelt und auch 1992 selbst in Europa und Nordamerika veröffentlicht. Das Spiel basiert dabei auf dem Mr. Doe Arcade-Automaten aus dem Jahre 1982. Dieser Automat startete eine ganze Reihe an Nachfolgern und Spin-Offs. Da überrascht es wenig, dass das Gameplay relativ einfach gehalten ist und im Prinzip eine Fusion aus Pac-Man, Dig Dug und Boulder Dash ist. Ihr steuert den namensgebenden Clown durch verschiedene Level und eure Aufgabe ist simpel. Sammelt alle Kirschen ein oder erledigt alle Gegner. Die Level sind dabei alle unterschiedlich aufgebaut und bestehen aus Gängen oder aus Sand. Ähnlich wie im Boulder Dash müsst ihr euch dann durch den Sand graben, um das köstliche Obst zu erreichen. Aber keine Angst, ihr müsst jetzt nicht aktiv graben, sondern einfach über die Felder laufen und ihr buddelt automatisch. Neben den Kirschen gibt es auch Äpfel. Diese sind wie die Steine im Boulder Dash und können euch schon einmal erschlagen, wenn ihr nicht aufpasst. Aber nicht nur euch werden die Dinger gefährlich, sondern eignen sich auch prima, um den Fieslingen eine Falle zu stellen. Diese sind nämlich zahlreich und strömen durch die Level. Zum Glück sind diese jedoch schon auf freigeschaufelte Gänge angewiesen und können sie nicht selber graben. Daher ist eure Aufgabe nun, die Tunnel möglichst taktisch zu graben, damit ihr eure Ruhe habt. Spätere Gegnertypen brechen dieses dann natürlich noch etwas auf und selbst das Erdreich kann euch nicht beschützen. Haben die Gegner euch einmal in die Ecke gedrängt, seid ihr aber zum Glück auch nicht wehrlos. Ihr könnt eine Kugel schleudern, die eine gewisse Distanz in dem jeweiligen Tunnel fliegt. Ein Treffer damit und der Gegner ist erledigt. Problem dabei ist jedoch, dass ihr die Kugel nicht per Dauerfeuer einsetzen könnt. Nach erfolgreichem Einsatz braucht es immer kostbare Sekunden, bis ihr sie wieder benutzen könnt. Ihr müsst die Gegner also immer im Auge behalten, da ihr die Masse einfach nicht erledigen könnt. Das macht ihr also im Prinzip Level für Level, bis ihr eure Leben verloren habt. Dann werdet ihr in einer Highscore-Liste eingetragen und das Ganze geht wieder von vorne los. Leider gibt es kein Passwortsystem oder ähnliches. Klingt jetzt nicht nach großartiger Abwechslung, aber ehrlich gesagt, was will man von so einem frühen Arcade-Port auch erwarten? Immerhin könnt ihr euch im Menü euer Spielvergnügen etwas anpassen und die Schwierigkeit, Effekte und so weiter einstellen. Technisch steht das Spiel für einen so frühen Titel echt gut da. Es hat einfach einen irgendwie sympathischen Stil. Die Items sind umrandet und immer gut zu erkennen. Auf diese Weise verliert er auch nicht so schnell die Übersicht. Der Sound hingegen ist eher nach normaler Durchschnitt. Er dudelt halt so vor sich hin, bleibt jetzt aber auch nicht länger im Ohr. Was taugt Mr. Doe für den Gameboy also heute noch? Ich persönlich bin ja kein Riesenfan von diesen frühen Arcade-Umsetzungen. Irgendwie sind mir die meisten denn vom Spielablauf denn einfach zu einfach gestaltet. Ich kann die Faszination jedoch voll nachvollziehen. Trotz meiner Einstellung zog mich das Spiel denn doch ziemlich schnell rein und ich habe es immer und immer wieder probiert. Es gehört jetzt nicht unbedingt zu den Must-Haves, aber Fans des Genres können hier definitiv nichts falsch machen. Das war der Test zu Mr. Doe auf den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss.